herzlich willkommen aus der Eissporthalle Frankfurt. Heute Abend das Duell des Aufstellers des EHC Freiburg, der so furios in die neue Saison gestartet ist, gegen die Löwen Frankfurt, die bislang einen Sieg auf dem Konto haben und dann eine Niederlage am vergangenen Sonntag hier zu Hause auf eigenem Eis 4:2. An der Scheibe mit Evo Hockern, dem Finnen. Marc Rutfort hat ja auch eine Löwengeschichte hier. Da hast du schön gespielt und da ist der Treffer für Freiburg. 1:0. David Water war es. Wenn ich richtig gesehen habe. Im Zusammenspiel, jetzt tief gespielt auf Mazzolini, versucht Breitkreuz anzuspielen im Slot. Ah, das war gut gemacht und da ist der Treffer. Ausgleich, Nick Mazzolini. Da haben im wahrsten Sinne des Wortes die Breitkreuz-Brüder für Wirbel gesorgt. Vom Mattes und dann Überblick verloren in der Hintermannschaft der Freiburger und mit der Rückhand. Gegenzug, Clark Breitkreuz, South Brett. Schön gesehen auf der anderen Seite. Puck nicht kontrollieren können. Jetzt kommt der Schuss. Das ist das Tor. Abpraller Mattes. Mazzolini alleine. Und hat da keine Mühe, das Ding reinzuzimmern. Da haben die Freiburger jetzt die Ordnung in der Defensive verloren. Den Überblick und Mazzolini. Mit Saisontreffer 4. Ja, im Slot da. Suchen Sie die Person, die die richtige Position hat. Wieder Brian. Ja, und das ist 3:1. Das war schön gespielt. Torschütze Richie Müller mit seinem zweiten Saisontreffer. Das war klasse gemacht. Haben sich da festgespielt. Die Freiburger dann ausgespielt im Powerplay sind, aber da die Chance verpassen, wobei jetzt verpasst Freiburg die Chance. Schusschance, Tor, da ist es, das ist die Entscheidung. Lukas Laub hat abgezogen, mag vielleicht ein Löwe noch dran gewesen sein, aber für mich ein Tor, was maßgeblich natürlich Lukas Laub zugeschrieben werden muss. Und da können wir uns jetzt endgültig festlegen mit Aufmunterung für seine Vorderleute. Ja, Schuss und da ist das Ding nochmal drin, 4:2. Ja. Also, Treffer für die Wölfe ganz spät. David Vobata. Der hat schon das Siegtor am Sonntag in Bad Nauheim geschossen. Löwen jetzt und der sitzt. Mike Hart von der Blauen, wo habe ich zumindest gesehen, neben mit Thomas Soli war es. Ja, der US-Amerikaner. Schießt, stellt den alten 3-Tore-Vorsprung wieder her. Jetzt dürfte es dann gelaufen sein. Nick Mazzolini, Transfer, Scheibe nach hinten. Ein Sieg für die Löwen Frankfurt, erster Heimsieg der Saison, erster Dreier hier zu Hause. Freiburg hat sich ja tapfer nach mit den möglichen Mitteln gewehrt, aber es war doch eine deutliche Angelegenheit.